Hallo liebe Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema 10 Fragen, die ihr euren Trainer nie fragen dürft. Für mich stellt sich jetzt die Frage, Schaumrolle oder nicht Schaumrolle? Das ist hier die Frage. Trainer, darf ich bei Erwachsenen mitmachen? Ja sicher, kein Problem. Ja, machst du mit ihm bitte? Ja, als ein Trainingspartner, okay? Ja. Okay, erste Übung, Suplex. Ja, Gerhard fängt an. Diese Frage wird mir von Kindern oft gestellt. Darf ich bitte bei Erwachsenentraining mitmachen? Kinder sollten mit Kindern trainieren, so wie hier. Sollten sich technisch weiterentwickeln und so weit sein, dass sie die Techniken auch beim Sparring wie hier anwenden können. Dieses Video ist gerade bei TikTok durch die Decke gegangen. Wir haben das Erwachsenentraining ab 15 Jahren. Das hat einen Grund. Mit 15 Jahren bist du in einem Alter, wo du körperlich schon vielleicht mit Erwachsenen trainieren kannst. Wenn du jünger bist, hast du ein großes Problem. Dein Trainingspartner ist oft viel größer und viel schwerer. Die Verletzungsgefahr für dich ist viel zu groß. Georg! Ja, was ist los? Kannst du mir das kurz zeigen? Er kann Kimura nicht. Du kannst ihn? Er kann die Technik nicht. Psychologisch gesehen hochinteressant. Warum sagt er nicht, ich kann die Technik nicht? Trainer, kannst du mir bitte die Technik zeigen? So, und ihr zwei macht jetzt Sparring, gell? Ja, aber immer so andeuten, nicht stark. Nein, lockeres Sparring, das heißt, ihr trefft euch natürlich. Aber ist das wie bei einem traditionellen Kampfsport, einfach nur so andeuten, oder? Nein, das ist hier echter Kampfsport. Das heißt, wir treffen uns schon. So? Ja, das ist aber kein Sparring. Nicht? Das was ist das dann? Fliegen fangen. Immer wieder dieser Justin. Natürlich sollte ein Sparring mit Kontakt stattfinden. Es sollte lockeres Sparring geben, es sollte technisches Sparring geben und es sollte auch ab und zu härteres Sparring geben. Aber nur Fliegen fangen ist keine Option für uns. Ja, genau. Das ist mit berührt. Georg, können wir heute ohne Handschuhe Sparring machen? Ja, ich habe das bei YouTube gesehen gestern. Ich dachte mir, wir machen das jetzt auch. Habt ihr so Bärnackel-Fight gesehen? Genau. Ja, ja, wisst ihr schon, wie man sich da verletzen kann? Ja, aber uns ist das so. Das ist egal, ja. Okay, ihr seid hart. Ja, auch wenn man hart ist. Natürlich bin ich als Luther Libre-Trainer auch ein Fan von Vale Tudo. Aber dennoch ist es so, dass gerade Bärnackel-Fighting auf die Strukturen geht. Auf die Strukturen im Kiefer, auf die Strukturen im Mittelhandknochen. Ja, wir wollen Kampfsport betreiben. Wir wollen weder andere bösartig verletzen, noch uns selbst verletzen. Ich finde die Entwicklung, die sich weg von den reglementierten Wettkämpfen bewegt, nicht okay. Es wird so lange gut gehen, bis wieder etwas passiert. Bis Leute sterben, von Teillappenschäden zum Beispiel bei Knie zum Kopf am Boden oder auch wenn man ohne Faustschützer kämpft. Es wird jetzt zwar immer moderner, aber wenn unser Sport wirklich groß werden soll, dann sollten wir uns an Regeln halten und versuchen, möglichst verletzungsfrei zu bleiben. Du Kevin, du hast ein Purple Belt. Wo hast du den gekauft? Weil ich brauche unbedingt einen, damit ich so flexen kann von meinem Freund. Nicht weiter sein? Ja. Du ladst die App Wish runter. Ja. 10 Euro. Ja. Der kommt in 2 Wochen dann aus dem Purple Belt, okay? Okay. Da hat ihn der Georg auch her. Georg! Ja, was ist? Von wo hast du deinen schwarzen Gürtel her? Von der Wish? Natürlich von Wish. Auch von Wish, okay. Ja. Ja, natürlich kann man einen Kampfsportgürtel auch in einem Geschäft kaufen. Aber im Normalfall wird der einem verliehen. Bei mir hat es ungefähr 10 Jahre gedauert, bis ich vom Weißgurt zum Schwarzgurt wurde. Und das ist um all die Zeit im Bodenkampfsportarten, die man braucht, 8 bis 12 Jahre. Wenn ich nach 3 Jahren einen Schwarzgurt bekomme oder wenn ich 3-mal irgendwo ins Ausland fahre, zu einem großen Meister und einen Schwarzgurt bekomme, dann muss ich mir Gedanken machen, ob das überhaupt sinnvoll oder ob das überhaupt weltweit anerkannt ist. Also bitte geht den natürlichen Weg. Keine Online-Kurse, keine Zertifikate, die man geschenkt bekommt, sondern geht in ein anerkanntes, vernünftiges Kampfsportstudio und entwickelt euch von der Pike auf bis zum Schwarzgurt weiter. Nur so werdet ihr wirklich gut. Und nur so könnt ihr auch qualitativ hochwertig und gut unterrichten. Super. Kannst du meinen Chef auch anwenden? Nope, ist besser nicht.
ist sicher keine gute Idee, die beim Chef anzuwenden oder bei sonst irgendwem. Hier handelt es sich um Kampfsport oder auch um Selbstverteidigung im Ernstfall. Und diese Techniken sollte man nicht anwenden, wenn einen jemand nicht zu Gesicht steht. Alles aus! Servus! Ich wollte trainieren, aber es geht eh gratis für euch, oder? Gratis Training? Ja, du glaubst, das Training ist gratis überall? Ja. Okay. Wieso sollen wir hier gratis trainieren? Wegen mir? Gehst du in die Schule? Ja, aber ich bin rausgeflogen in der Volksschule schon. Okay, also gratis, quasi umsonst, oder? Ja, das war umsonst die Schule. Ja, bei manchen ist die Schule wirklich umsonst gewesen. Natürlich gibt's nichts umsonst. Du musst dir vorstellen, wenn du als Trainer gut ausgebildet bist, dann musst du Jahre deines Lebens investieren. Du musst Geld investieren. Ich zum Beispiel, ich fahre seit 14 Jahren nach Deutschland. Seit 14 Jahren fliege ich oder fahre ich nach Deutschland über 1000 Kilometer und bilde mich dort weiter. Das kostet sehr viel Geld, die Weiterbildungen, die Seminare, die Fahrtkosten. Du kannst kein Gratis-Training anbieten. Du musst ja schauen, dass du das Geld, das du für deine Ausbildungen ausgibst, irgendwie wieder reinbekommst. Du musst Miete zahlen. Wer zahlt die Miete hier? Du musst die Putzfrau zahlen. Du musst andere Trainer noch zahlen. Wenn etwas kaputt geht, musst du es auch bezahlen. Das heißt, es muss ein Geld in den Verein reinkommen, dass der Verein überhaupt existieren kann. Deswegen gibt es halt nirgends vernünftiges Gratis-Training. Hallo, servus, geht's dir gut? Heute wieder Probetraining. Schon wieder? Hallo, servus, heute wieder Probetraining. Hallo, warte. Warst du nicht schon mal beim Probetraining bei uns? Oder mehrere Male? Ich habe gedacht, ein Monat Probetraining geht. Ein Monat willst du Probetraining machen? Ja. Okay. Ja, was soll ich zu einem Monat Probetraining sagen? Da gibt's nichts mehr dazu zu sagen. Das ist einfach verrückt. Das gibt's nirgends. Gerd, was zeigst du eigentlich für Techniken? Das funktioniert gar nicht. Na, was macht ihr? Wehrt ihr euch beim Üben? Ja, ist ja im Kampf auch so, oder? Schon, aber, ja. Okay, das heißt. Macht man im Kampf auch. Ja. Das heißt, wenn er das erste Mal die Technik probiert, wehrst du schon? Ja. Ja, wehrst du schon? Ja. Okay. Das ist ein Problem, das immer häufiger auftritt. Dass jemand zu mir kommt und sagt, diese Technik funktioniert nicht. Und wenn ich dann frage, wieso funktioniert die Technik nicht? Ja, weil sich mein Gegner wehrt und dann funktioniert sie nicht. Ja, warum funktioniert sie nicht? Du musst deine Technik zuerst einmal langsam durchführen. Das heißt, Step by Step. Wenn mein Partner von der ersten Sekunde sofort dagegen arbeitet, dann kann ich ja die Technik nicht üben und nicht trainieren. Dann sollte man irgendwann, wenn man die Technik beherrscht, vielleicht 20-30% Widerstand geben. Zum Schluss vielleicht 60-70%. Und wenn man die Technik gut kann, dann kann sich der Gegner wehren und dann macht es auch Sinn, sich zu wehren. Also bitte nehmt euch das zu Herzen. So, dann steige ich hier mit dem Fuß durch. Ja, los geht's. Du Georg, ich habe die Übung nicht ganz verstanden. Kannst du es nochmal zeigen? Ich habe es gerade vorgezeigt. Wo warst du bitte? Ich habe ein bisschen am Samstag so Kicks geübt, weißt du? Ja, du musst mitmachen beim Training, sonst kann ich dir nichts zeigen. Ja, du kannst ja extra Privatstunde für mich machen. Ja, genau, mitten im Training. Ja, sicher. Ja, okay, passt schon. Träum weiter. Ja, auch diese Frage ist eine Frage, die einen Trainer ganz schön nerven kann. Ja. Du zeigst deine Übung vor, alle sind hier und irgendwann kommt dann wer daher, der da vorne irgendwas gemacht hat, der am Sandsack war, der spezielle Tornado-Kicks geübt hat und will dann, dass du ihm die Übung extra noch einmal zeigst. Geht natürlich nicht. Der Trainer zeigt die Übung und die Schüler führen die Übung durch. Und es gibt keine Extra-Würste bei uns. Möchte ich mich entschuldigen, dass wir jetzt 2-3 Wochen kein Video reingestellt haben. Jetzt war jetzt Sommerzeit. Natürlich ist es auch Urlaubszeit. Auch wir haben uns einen kleinen Urlaub, eine kleine Pause verdient. Aber jetzt sind wir wieder hier. Jetzt werden wir wieder regelmäßig Content liefern. Echt cool, dass ihr heute wieder bei uns reingeschaut habt. Ich hoffe, dass ihr euren Trainer keine dieser 10 Fragen stellen werdet. Weil diese Fragen sind ziemlich deppert. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaut. Bis zum nächsten Mal auf YouTube. Und manchmal glaube ich bin im falschen Film.